Da hoch. So. Das kann alles zu mir zum Verkauf. Jetzt noch den Belmat hier. Die drei Sträucher. Sala Agrinda. So. Kätzchen? Hallo Kätzchen? Hier stehen übrigens noch ein paar Holzfässer neben dem niedergebrannten Gebäude. So. Ja, hier waren wir schon. Guten Tag. Es ist eine Tragödie, sag ich euch. Seht euch bloß einmal diese Zerstörung an. Seid ihr Bauer Ebergritz? Ich habe gerade einer in eurer Knechtge gefunden. Beruhigt euch erst einmal und erzählt mir in aller Ruhe, was geschehen ist. Entschuldigt, Bauer, aber ich muss weiterziehen. Auf bald. Nehmen wir das Erste. Wirklich? Geht es ihm gut? Er hat sich am Bein verletzt und konnte nicht aufstehen, aber ich konnte ihm helfen. Das war überaus gütig von euch, Fremder. Hier, nehmt das als Zeichen meines Dankes. Beruhigt euch erstmal und erzählt in aller Ruhe, was geschehen ist. Eine schreckliche Bestie, ein großer stinkender Wurm, tauchte plötzlich aus dem Wald auf und hat hier gewütet. Er hat Menschen und Schweine gerissen, den Hof verbüßt und danach auch noch plötzlich ein Feuer aus. Und dann verschwand es ebenso schnell, wie es aufgetaucht war. Habt ihr keine Angst, dass die Bestie zurückkehren könnte? Natürlich schon, sie ist hier ja auf keine Gegenwehr gestoßen. Wenn sie wieder hungrig ist, wird sie sicher wieder herkommen. Sieht aus, als würdet ihr in echten Schwierigkeiten stecken. Das kann man wohl sagen. Alles ist dahin. Der Hof zerstört, bei den Bauern verschwunden und jederzeit kann dieses Untier wieder angreifen. Wollt ihr mir nicht helfen? Mit eurer Hilfe könnten wir den Rattelshof vielleicht vor dem Untergang retten. Was gibt's denn alles zu tun? Bei dem Angriff sind viele meiner Bauern geflohen und bis jetzt nicht zurückgekehrt. Der Wald ist nicht sicher und ich befürchte, sie könnten von Wölfen angefallen werden. Oder vielleicht sind sie streunend komplett in die Hände gefallen. Sucht im Wald bitte nach Spuren meiner Leute und rettet sie. Und da ist noch die Bestie. Wir müssen sie finden und zur Strecke bringen, sonst sind wir hier unser Leben nie mehr sicher. Ich weiß, ich verlange viel von euch, aber würdet ihr das für mich tun? Schön und gut, aber was soll dabei für mich rausspringen? Seid unbesorgt, ich werde euch helfen. Wirklich, ihr seid wahrhaft edelmütig, denn hört gut zu. Ein anderer großer Held hält sich hier in der Nähe auf. Der Ritter Parsalon von Streitzig. Er war während des Angriffs nicht hier, er wollte allein im Wald trainieren, sagte er brauche die Abgelegenheit dazu. Sucht ihn westlich von hier, vielleicht hat er die Bestie gesehen oder kann euch im Kampf zur Seite stehen. Meine Leute sind Richtung Osten geflohen. Sicherlich haben sie Schutz in der kleinen Schlucht im Südosten gesucht. Am besten beginnt ihr sofort mit der Suche. Wartet, ich zeichne euch die Schlucht auf der Karte ein. Ich werde daran denken. Lebt wohl, ich kehre zurück, sobald es etwas zu berichten gibt. Mhm. Also, Parsalon von Streitzig ist hier und die Schlucht ist da drüben. Ja, die verschwundenen Bauern. Bei dem Angriff auf den Hof sind die meisten Bauern geflüchtet oder nicht zurückgekommen. Ebergutz macht sich Sorgen um sein Gesinde und hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Finde die Schlucht. Ebergutz hat mir von einer Schlucht in der Nähe erzählt, wo die Bauern sich für gewöhnlich zurückziehen, wenn Gefahr droht. Dort gibt es Unterstände und ein paar Vorräte. Ich sollte meine Suche nach den Bauern dort anfangen. Die Bestie.
Der Rattelzoo wurde fast vollständig von einer Bestie zerstört, die sich danach wieder die Wälder zurückgezogen hat. Solange das Vieh lebt, ist der Bauernhof nicht sicher. Ja, finde Parzalon. Parzalon ist auch hier in der Nähe. Laut Ebergrütz war er gerade im Wald, als das Biest angriff. Vielleicht hat er gesehen, wohin es verschwunden ist. Ja, den guten Parzalon kennen wir ja, glaube ich. Wenn es der ist, an den ich gerade denke. Ja, er kämpft gerade gegen Wölfe. Und ja, es ist der, an den ich denke. Hey, und jetzt habe ich auch Stufe 12. Das heißt, ich kann Schwerter 1 steigern. So, bevor wir mit Parzalon sprechen. Sacken wir hier mal alles ein von den Wölfen wieder. Puh, das war knapp. Das waren zwei Wölfe. Oh, ihr seid es. Was treibt euch denn in diese Gegend? Ich helfe dem Rattelzucht nach dem Angriff der Bestie. Eine noble Geste von euch, aber ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Ich, Parzalon von Streitz, ich bin hier, um diesen armen Menschen zu helfen. Ich werde die Bestie stellen und im ehrenhaften Kampf zur Strecke bringen. So wie ich euch gerade aus dem Fängen dieser Wölfe gerettet habe. Habe eigentlich nicht gerade euch gerettet? Nein, wirklich. Ihr müsst mir nicht danken. Aber ich muss zugeben, dass ihr euch tapfer geschlagen habt. Deshalb mache ich euch hier und jetzt ein historienträchtiges Angebot. Ihr dürft mich begleiten, wenn ich die Bestie, die den Rattelshof zerstört hat, bezwinge. Warte, dann habt ihr meine Worte überhört. Ihr hattet schon eure Not mit diesen beiden Wölfen. Wie wollt ihr dagegen die Bestie bestehen? Die Bestie? Ihr wollt wahrhaftig das Versteck der Bestie gefunden haben? Natürlich ist das sehr gefährlich, aber wenn ihr immer schön hinter mir bleibt, kann euch nichts passieren. Parzalon wird euch beschützen. Ach, was soll's. Ihr hört mir ja doch nicht zu. Führt mich zu dem Ort, an dem ihr die Bestie weht. Das ist die richtige Einstellung. Dann folgt mir, mein Knappe. Gemeinsam werden wir die Bestie in ihrer Behausung stellen. Also gut, geht voran, Parzalon. Ja. Kümmern wir uns aber erstmal um das Akutere, nämlich die, ja, die Bauern zu retten. Parzalon wird uns ja schon nicht wegrennen. Hoffe ich mal. Belmard. Kamera. Ich glaube, hier geht es hoch in die Schlucht. Hier sind Schutthaufen, okay. Wie gesagt, lassen wir Parzalon erstmal Parzalon sein. Oh, schon wieder Gorbus. Deswegen gucken wir uns erstmal hier oben weiter um, bevor wir uns jetzt wieder mit Goblins anlegen.
Hier scheint da allerdings nichts weiter zu sein, außer umgestürzte Bäume. Und der Rattelshof. Ja, hilft dem großen Helden. Also erstmal für den Parzellor. Ich habe Parzellor gefunden. Scheint, als hätte er Schwierigkeiten. Hilft dem großen Helden. Parzellor hat die Bestie tatsächlich gesehen und kennt ihr Versteck. Ich bin ehrlich beeindruckt. Folge Parzellor zur Höhle. Ich soll Parzellor durch den Wald zur Höhle der Bestie folgen. Hoffentlich verletzt er sich nicht. Also schon wieder Goblins verdreschen. Hm? Auch wenn die bis jetzt nicht aggressiv wirken. Bleiben stehen. Was du hier wollen? Schnell sprechen. Oh, nette Goblins. So halb nette. Ich suche eine Gruppe Bauern. Ihre Spuren führen hierher. Du sei ein Freund von anderen Menschlingen. Dann komm mit zu Trescher Sulla. Trescher Sulla sei großes Schamanin. Sie uns führen weg von Ogre. Sie ausdenken gute List und seien sehr weise. Sie schon wissen, dass jemand kommt, um zu reden über gefangene Menschlinge. Sie dir alles erklären. Also gut, bring mich zu deiner Schamanin. Du folgen mir. Ich dich bringe zu Schamanin. Okay. Goblins mit Holzfässern. Noch mehr Goblins. Und da sind die Menschen. Grüße. Ich, Trescher Sulla, Schamanin vom Stamm, ich dich schon erwartet haben. Mailam Regdai, dein Kommen vorhergesagt. Wer? Grüße, Trescher Sulla. Hat euch dieser Mailam Regdai auch gesagt, dass ich hier bin, um die Bauer zu befreien? Bitte, ich verstehe dich. Wer ist dieser Mailam Regdai? Mailam Regdai sei unsere Mutter, sei Göttin. Sie mir in Vision erschienen und hat mir sagen, dass du kommst und uns helfen. Wir zum Dank dann deine Freunde freilassen. Ja, wir könnten jetzt einfach alle Goblins hier platt machen, aber dann werden die Bauern in Gefahr gebracht. Du willst mich also erpressen? Nein, nicht erpressen. Ich handeln wollen. Große Schamanen sorgen müssen für Stamm helfen. Du Stamm von Schamanen, der Schamanen helfen Stamm von Menschling. Also gut, ich werde zuhören, aber mach es kurz. Bauern hier immer viele Schweine haben. Du mir bringst 5 Schweine und ich lasse Menschlinge frei. Wir nicht mehr wollen, dienen Ogre. Wir fliehen und bald zurückkehren in Heimat. Dafür brauchen Schweine. Nur dann können züchten neue Herde, damit Stamm nicht verhungern im Winter. Ihr seid vor dem Ogre geflohen. Den habe ich zur Strecke gebracht. Mailam Regdai gesegnet sein. Oravikun deine Hand geführt haben. Ogre haben fast da viele Stämme und gebracht Hass vom Menschling gegen uns. Dann musst du 3 Schweine bringen vom Bauernhof müssen. Es zwar dann länger dauert bisher nicht groß, aber das ist nicht schlimm. Kleine Belohnung für Tod von Ogre müssen sein. Ja, 3 Schweine, das wird Ebergrüß wohl verkraften können. Dann haben wir eine Abmachung. Ach hey, so viele sind es dann ja auch wieder nicht. Ich finde, wir sollten ihnen eine Lektion erteilen, die sie so schnell nicht vergessen. Verhandeln, lächerlich. Ja. Befreien die Bauern, egal ob mit Gewalt oder Verhandlungsgeschick, ich muss die Bauern aus der Gewalt der Goblins befreien. Schweinehirten. Trescher Sulla, die Schamanin des Goblinstammes, ist bereit, die Bauern wieder freizulassen. Als Gegenleistung will sie aber genug Schweine, um eine neue Schweineherde züchten zu können. Organisiere 3 Schweine. Eigentlich wollte die Schamanin 5 Schweine haben, aber nachdem sie gehört hat, dass ich die Ogre, die ihren Stamm versklavt hat, besiegt habe, hat sie sich mit drei Schweinen einverstanden erklärt. Mal sehen, ob Ebergrüß bereit ist, für seinen Bauern von ein paar Schweinen zu trennen. Ja, jetzt kommt das Nervigste hier. Also nicht die Schweine kriegen, sondern die Schweine hierher führen.
Und ja, es sind halt auch viele Gobbos hier.